Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blue Kaizo. In den letzten Parts haben wir uns den Weg zur MS Aqua. MSN, warum sage ich ganz MS Aqua? Keine Ahnung warum. MSM durchgearbeitet, haben jetzt die untere Etage durch und jetzt sind wir auf dem oberen Block. Unsere Pokémon sind alle geheilt. Wir müssen halt immer zurückrennen, weil wir kein Bett haben. Und wir versuchen jetzt Ex und Livia irgendwie mal zwei Level zu trainieren. Gehen wir erstmal ganz nach oben, würde ich sagen. Aufs Deck. Das Deck. Willkommen an Deck, Matrose. Ahoi. Seekrank? Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich nur hier, um gegen sie zu kämpfen. Warum ich mir die Rede lege? Keine Ahnung, weil ich den Boden anschauen möchte. Oh nein, das Schwindeln irritiert mich nicht. Oder das Schwanken des Schiffes, meine ich eigentlich eher. Egal, wie im letzten Part haben wir gelernt, dass Flugattacken sehr effektiv gegen Kampf-Pokémon sind. Es ist immer noch nicht ganz in meinem Kopf drin, warum, aber egal. Dafür können die ganzen Kampf-Pokémon alle natürlich eine Standardattacke, die sehr effektiv gegen Flug-Pokémon ist. Good job, Game! Und Level 33! Und das nächste Pokémon. Ein Phlegmon. Ein Wasser-Psycho-Pokémon. Das mir egal ist. Ich mach's einfach fertig, weil es greift auch mich nur neutral effektiv an. Das dürfte jetzt nicht so viel Schaden machen, genau. Bam. Und so prügeln sie sich, bis nur noch der Boga übrig bleibt und besiegt. Dam, 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 dam. Man erkennt voll, wer die Trainer sind, aber egal. Was heißt denn Jig? Kann ich vielleicht tanzen oder sowas? Ach, keine Ahnung. Weiter geht, das ist klar. Und Mashok. Auch wenn du wieder einen Geschäftsattacke auf mich machst, ist egal, ich werde dich besiegen. Und du machst wieder einen Low Kick? Eigentlich ist genau genommen, ist diese Attacke neutral effektiv. Das ist gerade ein Anzeige gewesen. Und zwar, es ist sehr effektiv gegen Normal und nicht effektiv gegen Flug. Wir haben doch alle gelernt, dass es keine Eisattacken kann, oder? Okay, es kann doch eine. Okay, ja, ist mir egal. Ich wechsle aus. Und der Bot wird natürlich jetzt wieder Aurora-Strahl machen. Okay, wird er nicht. Keine Ahnung, was macht man da jetzt? Schaufler bringt gerade nichts. Weil ich meine, der Schaufler geht runter, dann macht er wieder auf. Und jetzt machen wir Schaufler. Und er macht natürlich... Komm schon! Stop trolling me, oder so eine Art. Ist fast es lieb. Bleib schön, schlaf, pennen jetzt noch bitte 2-3 Runden. Bam, quit! Der war gut. Und der wird 33! Oh, ich bin beeindruckt. Uhahaha. Ja, willst du noch kämpfen? Ich meine, es ist noch nicht mal abgelegt, ja? Oh, ich habe die Party verpasst. Ich will auch eine Party haben. Party! Ja. Das Gefühl ist ein bisschen weit gegangen. Die Gefühle sind irgendwo falsch gegangen. Aufpassen hier auf für das Letzte drücken, sind garantiert hier vor. Genau, okay, dann waren wir genau hier richtig. Eigentlich müsste man das Spiel nur zu trollen, irgendein anderes Pokémon hier einblenden, ja. Ja, ist natürlich Relaxo, ist ja klar. Ist gerade irgendwie das Spiel gerade gelackt, what the fuck. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Ich hätte irgendwas vergessen. Livia zurück, Gecko, du bist dran. Warum macht er ausge... Okay, wir sind schneller? Ja, danke. Mit unserem neuen Spezialangriff locker. Ganz locker. Jede Spezialattacke würde ich dir mit... 90, es ist so viel. Jedenfalls... Es ist ja sehr viel schneller als alle anderen Pokémon, ne? Sehr viel stärker. Nicht schneller, stärker. Ich korrigiere mich, ich habe nichts gesagt. Mal schauen, ich habe nämlich keine Ahnung, was Gecko für Attacken lernt. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nur, ich werde wahrscheinlich irgendwann Toxin oder sowas beibringen. Und wir Rasierplatten hier alles weg. Und ich bin mir nicht sicher, was stärker ist, Rasierblatt oder Rankenhieb. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal nachschlagen. Dein Hyperpunk bringt dir einen Scheiß. Oh Gott, die Liga wird so hart werden. Oder ich habe schon ein bisschen Schiss, dass wir die ganz oft machen müssen, oder? 100 Versuche. Okay. So. Und haben wir den Fischer besiegt. Da war noch was. Oh. Das bei mir ist 21 und 6, ich glaube ich. Ich will eigentlich heute noch Mario Bob schaffen. Ich sollte echt anfangen, das Pokémon nicht mitzunehmen. Ja, natürlich ein Job für die Fiero, ein Garados. Vierfache Flugschwäche. Ja, die Attacken hättest du bringen können, da waren unsere Pokémon noch schwach. Das sieht trotzdem viel ab. So, mal schauen, Ich hab Hunger. Und ich habe mein Programm verkackt, weil ich gerade nebenbei laufen lasse wegen der Festplatte. Einfach den falschen Knopf gedrückt. Und dann darf ich das wieder durchlaufen lassen. Ja, ich bin toll. Pokémon. Livia, tausch mit Exa. Ich glaube, Livia werden ja in der Elektro-Arena überhaupt nicht benutzen, außer so einem Ruckzuck-Hieb ist alle anderen Tagen machen keinen Sinn. Was wollt ihr beide? Ja, genau. Gecko wird Zerschneider lernen. So, Spoiler. Komm, hier, das ist die einzige Attacke, die alle, also zum Beispiel Abknache wäre jetzt sagen, nicht sehr effektiv und Schaufel ist neutral effektiv, deswegen. Und natürlich treffe ich nicht. Bam, bam, bam. Oh, und du bist ein Boden-Pokémon und da lohnt es sich dir. Schläfernder Schlag. Oh Gott, ich merke gerade, wir müssen bei den Pokémon Center. Naja, die Kabine machen wir jetzt noch, dann drehen wir uns Pokémon Center zurück. Ach, wir nur noch ganz locker. Und dann besiegen wir uns in Rivalen. Keine Ahnung, bringt eigentlich Schaufler gegen Boden-Pokémon. Learning by doing. Normal. Dizzy Punch, wenn ihr wisst, was ein Angriff ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Dizzy Punch. Was ist Dizzy Punch? Na, irgendein Schlag. Ha. Was war das denn? Aber. Das leckt aber schon ein bisschen. Ich sollte echt aufhören, das Pokémon ich benutzt zu haben. Ja, Feuer ist nicht gut gegen Boden, ne? Aber es brennt natürlich bei der ersten Dieter-Teige, wie es sein sollte. Sehr effektiv. Komm, nochmal.
Machen wir's mal schnell hier. Gnadenlos. Nimm's einfach. Oder so. Kommen wir noch viele Trainer. Oh ja, nicht die Safari-Zone, nicht die Safari-Zone. Die ist so schrecklich, die Safari-Zone. So, und das letzte Raum, wollen die kämpfen? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, wenn wir jetzt hier hochgehen, gehen wir zum Rivalen. Das machen wir jetzt nicht, weil unsere Pokémon noch viel zu kaputt dafür sind. Wir gehen jetzt hier runter und zurück ins Pokémon-Center, heilen unsere Pokémon, weil an Bord wird uns natürlich keine Kabine ausgewiesen, wo wir es hinlegen können. Weil die viel zu faul waren, weil nur die VIPs bekommen eine Kabine, wo man sich hinlegen kann, die Pokémon heilen kann. Oder nur die VIPs haben keine Kabine, so rum eher, ne? Das macht dann mehr Sinn. Backstage, wer will das? Vor der Stage ist viel cooler. Sieht man auch am meisten. Egal, lassen wir das. Heilen wir unsere Pokémon. So, ja, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht gemerkt, mit welchem Pokémon er jetzt mal angefangen hat. Aber Ich denke, Florian, das kann ich echt erwarten. Ich weiß, bin jetzt gerade sicher, ob er mit Garados anfängt, wie im normalen. Oder ob der, wie beim letzten Mal, hat er doch gerade Dragoran, Dragonier oder irgendwas eingesetzt. Haben wir auf jeden Fall ein Pokémon, das. Ja, bei Dragoran. Eigentlich, es macht Steinhagel. Ist eigentlich schon fast egal, was es einsetzt. Steinhagel wird es wahrscheinlich sein. Außer letzten Mal Pokémon ein. Dann wird es natürlich Doppelkick werden. Ja, ich überlege gerade, was für Pokémon aus Attacken wird es irgendwo können. Bam, 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 ja, wir können, ja. Flauschte Ticket. Hat es entgegengeworfen oder irgendwie sowas gezogen. Das klang auf jeden Fall sehr seltsam. Er hat das Ticket geflauscht. So. So, bevor wir unsere Wahlen kloppen, werde ich jetzt machen, was ich letztes Mal nicht gemacht habe. Ich werde nämlich speichern. Ich würde ihn gerne besiegen, das wäre echt super. Kane. Los, Balthasar. Nicht Balthasar. Oh, Balthasar. Kane. Kane und Kabal war es. Und Kabal möchte kämpfen. Auch eine gute Wahl. Gesteinsattacken sehr effektiv. Genauso mag ich das. Bam, in your face. Tschüss, Flamara. Und Level 34. Irgendein Wasser-Pokémon. Whisket. Nö. Defiro, I choose you. Sag ich nur. Ich brauche nur einen Treffer. Danke. Alles leider die ganzen Elementare. Es lohnt sich einfach nur gerade Florian wieder rein zu switchen, weil der garantiert einen Donnerblitz auf mich macht oder irgendwas Lustiges. Oder eine neue Attacke, die so nicht vorhersehbar ist. Ja, na, Body Slam ist auch egal. Ist eigentlich egal hier. Ist zwar nicht sehr effektiv, sondern nur normal effektiv. Aber passt auch, glaube ich. Es ist ein Quid. Alles klar. Quid ist immer gut. Mio. So. Für dich habe ich diese Attacke hier. Stirb, Mio. Stirb an einen Toxintod. So, jetzt muss ich was einfallen lassen. Und zwar werde ich jetzt eine hinterhältige Schauderstadt. Nein, wir lassen Florian jetzt noch besiegen. Und danach werde ich sagen, es ist echt gut gegen Psycho. Nichts. Kampf wäre nicht effektiv, deswegen machen wir hier.
Dann werde ich jetzt gleich Exe benutzen als nächstes. Und dann Schaufler machen, damit nur damit er sich verletzt. Das Gift verletzt. Also ein bisschen Zeit schinden, nenne ich es mal. So, Florian wurde besiegt, das ist klar. So. Und Terry kann ja auch Schaufler. So, Schaufler. Okay, es war klar, dass es kann. So, er wird jetzt leisten, das Gift besiegt. So ist es. Bitch! Ernsthaft, das Gift wird irgendwann, also jedenfalls in der folgenden Generation wird das Gift immer stärker. Es wird immer irgendwie ein Drittel mehr ab. Ich glaube, ich komme irgendwie so weiter. Oh ja, es sieht mehr ab. Also den Kampf auf Dauer gewinnen wir, glaube ich, den Kampf. Und wenn ich dann auch irgendwie Schaden mache, wäre das super. So. Ja, fein. Jetzt. Na egal. Ich sag nichts, Game. Das Gift besiegt ihn jetzt oder die Aquaknarre. Oder beides. Und ein Crit. Ach, das Gift besiegt ihn. So macht man's. Hier, Florian, Grüße an dich. Taktisches Spiel mit Toxin, ja. Wenn du es gesehen hast, schreib's in die Kommentare. Ja. Ja, du wolltest den Typen sehen und so, bla, keine Ahnung, eigentlich ist mir egal, was du sagst. Denn ich weiß ja, wie Pokémon Blau funktioniert. Ich sollte lieber nicht rein sein. Captain Obvious möchte gerne den Rücken gekrault haben. Und das heilt ihn. Wenn ich meine Pokémon also den Rücken kraule, dann werden sie geheilt. Jetzt haben wir Zerschneider. Wir werden aber jetzt erstmal rausgehen. Können wir in der nächsten Runde Mario Bob kloppen, ne? Das klingt nach einem Plan, denke ich mir mal. Das klingt nach einem Plan. Haben wir schon 17 Minuten Aufzeit, also ist überhaupt keine Schande, wenn wir dann gleich aufhören. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ja. Ich glaube, man kann mit Surfer sogar nicht vorbei. Also die MS, MSN, nicht die MS Aqua, ist natürlich jetzt nicht wirklich weg, sondern wenn man es schafft, sich sagen, durchzuglitschen, dann ist die immer noch da. Aber egal. Wir gehen ins Pokémon Center. Bam, 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 bam. Bam, bam, badam, bam. Vielen Dank, deine Pokémon sind ja kampfbereit. Yay, die werden wir auch in der nächsten Folge brauchen. Erst einmal bringen wir den Zerschneider einem Pokémon bei. Wer kann es denn mal lernen? Also ich würde es wahrscheinlich wieder Floor beibringen. Ja, ich werde es wieder Floor beibringen, weil es das Einzige, was ich lernen kann. Also Terry könnte auch lernen, aber Terry wird, glaube ich, noch cooler Attacken können irgendwann. So, ich werde jetzt hier speichern, das mache ich gleich auf Screen. Im nächsten Part werden wir Mario Bob angehen und so. Bis dahin verabschiede ich mich, bis da und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao.